OnePlus hat in den letzten Jahren viele richtige Entscheidungen getroffen. Diese haben sie in die erste Liga der Smartphone-Industrie aufsteigen lassen und dafür gesorgt, dass ich und viele andere nun ein Video über dieses Schmuckstück hier machen können. Ihr hört schon, ich bin richtig begeistert und wieso das so ist, erzähle ich euch heute in meinem Review zum OnePlus 7 Pro. Zumindest in dieser Farbausführung ist es eine wahre Augenweide. Auch wenn dies ein subjektiver Punkt ist, denke ich, dass die Farbe Nebula Blue vielen am ehesten zusagen wird und sich die meisten für diese statt der glänzenden schwarzen Variante entscheiden werden. Es ist in drei Speichervarianten zu haben, 128 GB mit 6 GB RAM, 256 GB mit 8 GB RAM und natürlich darf auch eine Version mit 12 GB RAM nicht fehlen, wer auch immer die brauchen mag. Es liegt gut in der Hand und ist ein echter Handschmeichler. Das Gerät hat eine solch geschmeidige Rückseite, dass jegliche Hilfe zu spät kommt, um euch davon abzuhalten, euch in sie zu verlieben. Aber Hand aufs Herz, für die meisten wird es wohl leider zu groß und auch zu schwer sein. Diejenigen, die aber kein Problem mit der Größe und dem Gewicht haben, werden voll auf ihre Kosten kommen. Was der Haptik zusätzlich neben dem hochwertigen Gehäuse zugutekommt, ist der überarbeitete Vibrationsmotor. Dieser kommt der Haptic Engine von Apple sehr nahe, spielt aber noch mit Google zusammen in der zweiten Liga, während alle anderen Hersteller sich im Vergleich in der dritten Liga befinden. Um mal die offensichtlichen Schwächen aufzuzählen, ja, es hat keinen Klinkenanschluss, kein Wireless Charging, lässt sich nicht via MicroSD-Karte erweitern und eine IP-Zertifizierung hat es auch nicht. Laut OnePlus ist es zwar trotzdem wasser- und staubresistent, aber ich würde da eher kein großes Risiko eingehen. Zumindest Warp Charge 30 sorgt dafür, dass man einigermaßen über das Fehlen von induktivem Laden hinwegkommt. Außerdem besitzt es den OnePlus-typischen Alert-Slider. Dieser gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich das Gerät in der Hand halte, weil ich es ohne es aktivieren zu müssen auf stumm, lautlos oder Vibration stellen kann. Praktisch. Neben der schönen Farbe ist unter anderem die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Teil bedienen lässt, das wohl größte Kaufargument. Der Snapdragon 855, der schnelle UFS 3.0 Speicher sowie Oxygen OS und das neue 90Hz Display ergeben zusammen ein schnelles und flüssiges Bedienerlebnis, welches seinesgleichen sucht. Die Gestensteuerung von OnePlus war vorher schon die beste im Android-Bereich, aber jetzt ist sie nochmal merklich besser geworden. Das Display klebt förmlich am Finger und dadurch werden Eingaben direkter umgesetzt als noch zuvor. Und dank des guten RAM-Managements von Oxygen OS warten Apps gefühlt jahrelang im Hintergrund darauf, weiter benutzt zu werden. Bei der Nutzeroberfläche fühlt es sich nicht so an, als wenn ein Hersteller hier sein Unwesen getrieben hätte. Ganz im Gegenteil, die zusätzlichen Funktionen sind überschaubar und einige durchaus sinnvoll. Wie zum Beispiel der Zen-Modus, wenn ihr mal wieder das Smartphone nicht aus der Hand legen könnt. Die Akkulaufzeit ist leider nicht wie gewohnt, sondern nur durchschnittlich. Ich hatte größtenteils 4,5 bis 5 Stunden Screen-On-Time. Wer diesen Wert auf 5,5 bis 6 Stunden strecken möchte, kann bei Bedarf die Herzanzahl von 90 auf 60 reduzieren, aber glaubt mir, das wollt ihr nicht. Natürlich weiß das Display auch jenseits seiner 90 Hz zu überzeugen. Hier hat OnePlus keine Kompromisse in Kauf genommen und das Display direkt beim Branchenprimus Samsung bezogen und das merkt man. Die Blickwinkel sind super, die Farbwiedergabe ebenso und auch die maximale Helligkeit stellt einen zufrieden, obwohl es in diesem Punkt den Galaxy S-Geräten nicht ganz das Wasser reichen kann. Und natürlich sollte man die größte Erneuerung nicht außer Acht lassen, das Display besitzt keine Notch mehr. Wenn sie es jetzt schaffen, bis zum nächsten Jahr das Kinn auf die Größe der Stirn zu bringen, gibt es für mich nichts mehr, was man am Display verbessern könnte. Was bisher noch gefehlt hat, waren Stereo-Lautsprecher. Diese sind diesmal dabei und auch wenn sie nicht die besten sind, klanglich nicht mit zum Beispiel einem Galaxy S10 oder iPhone XS mithalten können, habe ich lieber irgendwelche Stereo-Lautsprecher als gar keine. Die Frontkamera ist ungewohnt super. Ich liebe es, dass sie im Gehäuse sitzt und auf Abruf ohne eine nennenswerte Verzögerung bereitsteht. Außerdem kann sie OnePlus-typisch, auch wenn sie aus dem Gehäuse rausfahren muss, zum Entsperren genutzt werden. Zu empfehlen ist das nicht, da der Mechanismus bei jedem Entsperrvorgang unnötig beansprucht wird. Eher zu empfehlen ist der verbesserte Fingerabdrucksensor. Dieser ist nach wie vor nur optisch, das Display muss also aktiv sein und der Bereich am Finger muss erhellt werden, damit der Sensor etwas sehen kann. Er wurde jedoch um ca. 30% vergrößert und ist jetzt ausreichend schnell, um einem nicht das Gefühl zu geben, dass ins Display integrierte Fingerabdrucksensoren totaler Mist sind. Obwohl mich die Bilder und Videos des OnePlus zu Release etwas enttäuscht haben, bin ich jetzt, 4 Updates später, sehr zufrieden. Bei Tageslicht sind die Bilder schön scharf, besitzen knackige, nicht zu blasse Farben und der Dynamikumfang kann mit der Konkurrenz mithalten.
Die Kamera-App erwartet einen mit einem aufgeräumten und übersichtlichen Menü. Die Videoauflösung lässt sich problemlos umstellen und der Porträt- sowie Nachtmodus sind schnell mit ein oder zwei Wischgesten zu erreichen. Wie bei aktuell vielen anderen Herstellern auch, haben wir auch hier eine Superweitwinkel- sowie Telezoom-Linse. Den Nutzen muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil habe hin und wieder Szenarien, wo ich froh bin, diese Option zur Verfügung zu haben. Videos nimmt das OnePlus in 1080p sowie 4K mit 30 oder 60 Frames pro Sekunde auf. Die Farbwiedergabe ist durch die letzten Updates sehr verbessert worden und sorgt jetzt für Videos, die sich durchaus sehen lassen können. Insgesamt bin ich überraschenderweise mit der Kamera, obwohl es ein OnePlus-Gerät ist, sehr zufrieden. Im Vergleich zu aktuellen Flaggschiffen ist das OnePlus 7 Pro kein Preis-Leistungskracher. Ähnliche Geräte wie das S10 Plus sind neu auch schon für um die 700 Euro zu haben und bieten in einigen Punkten mehr. Wenn ihr aber das Maximum an Performance haben wollt, führt wohl aktuell kein Weg an diesem Gerät vorbei. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir hören uns dann beim nächsten Video.